Willkommen zum Tutorial Schnellstartleiste. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine grafisch beeindruckende Schnellstartleiste selbst erstellen können. Dazu gehen Sie unten ins Panel, mit Rechtsklick auf Neues Panel anlegen. Das wird standardmäßig umangelegt, so wie wir es haben wollen. In der Mitte über die volle Breite. Als Höhe geben wir standardmäßig 50 Pixel an, wovon die Symbole an sich 48 Pixel haben sollen. Nun gehen wir auf Erscheinungsbild, gehen auf Farbe. Da wir einen schwarzen Hintergrund haben, nehmen wir auch das Panel in Schwarz mit einer leichten Transparenz, entweder bei der Mitte oder bei gut 3/4. Auf benutzerdefinierte Schriftfarbe, die wir natürlich weiß machen, um schön Kontrast zu haben. Jedoch haben die meisten Symbole eh keine Schrift. Nun gehen wir auf Erweiterungen, auf Hinzufügen und können unter vielen Sachen etwas auswählen, wovon uns natürlich die Anwendungsstartleiste interessiert. Gehen auf Hinzufügen und in der Anwendungsstartleiste wiederum auf Bearbeiten. Nun haben wir eine große Auswahl an Applications, die wir hinzufügen können, wobei mich persönlich GIMP und die Office Suite LibreOffice interessiert. Davon können wir das Schreibprogramm, das Tabellariumsprogramm und das Programm zum Präsentieren auswählen. Dann gehen wir auf Schließen. Gehen auf Erweitert und damit das Panel auch ihren Zweck erfüllt, gehen wir auf Panel bei Nichtbenutzung minimieren. Nun öffnen wir, um zu gucken, wie es aussieht, einen Ordner, gehen auf Vollbild und gehen oben rauf und sehen, voilà, alles, was wir brauchen. Nun können wir zum Beispiel, wenn wir irgendwo auf dem Desktop sind, und uns gerade einfällt, dass wir etwas schreiben müssen, nicht ins Startmenü und durchsuchen das ganze Verzeichnis, sondern gehen einfach oben auf Reiter und schon startet LibreOffice durch. Natürlich können Sie auch beliebig andere Programme hinzufügen und natürlich auch eine etwas andere Farbe benutzen, denn wie Sie sehen, passt Schwarz nun mal leider nicht immer. Sie können es nämlich auch über Paneleinstellungen an die Fensterfarbe anpassen, indem Sie wieder auf Erscheinungsbild gehen und einen Grauton wählen. Und schon passt es wesentlich mehr zu den anderen Fenstern, dafür jedoch weniger zu den Desktop. Was Sie genau wählen, ist Geschmackssache und daher möchte ich Ihnen dort nicht vorreden. Vielen Dank fürs Zuhören und auf ein baldiges Wiederhören.